Ich will dich nicht mehr sehen. Ich sehe
auch nicht. Hört jetzt alle mal zu. Das Schulfest findet statt. Und es steht unter dem Motto: Wir alle singen. In der Konferenz ist gerade beschlossen worden, dass jede Das ganze Lehrerkollegium.
Dabei sagt sie doch nur, was alle denken. Aber Junge, so geht das doch nicht. Aber Junge, klar geht das so. Ich habe nämlich überhaupt nichts gemacht. Im Gegenteil, ich habe meinen eigenen Song gesungen, meine eigene Musik. Für überhaupt nichts gibt es keinen Rausschmiss. Du hast doch keine Ahnung, also lass mich lieber in Ruhe. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Redest du denn mit deinem Sohn? Du wirst dir noch dein ganzes Leben verderben. Na und? Mir doch egal. Aber mir nicht. Für wen schufte ich mich denn hier ab jeden Tag? Pech gehabt. Hättest dir halt einen besseren Vater für mich aussuchen sollen. Flori! Vor dem Wagen. Sie hätten aber auch nicht so idiotisch bremsen müssen. Jetzt sehen Sie sich mal meinen Wagen an. Sie haben doch keine Bremse, Sie Trottel. Eine Schweinerei ist das. Idiot. Ach, halten Sie doch den Mund. Wenn Sie ja nicht ausfallen. Die Stoßstange war nagelneu. Mein Mann hat ein Schleudertrauma. Meine Frau hat sich zu Tode erschreckt. Natürlich sind Sie schuld. Nein, Sie sind schuld. Das wird teuer für Sie. Das hat noch ein Nachspiel. Da ist ja die Polizei.
Polizei! Bist du lebensmüde? Oder was ist mit dir los? Fahren Sie einfach weiter oder stellt jemand Ansprüche? Eigentlich müsste ich ein Protokoll aufnehmen, aber Sie sind alle so nett. Gute Weiterfahrt allerseits.
dann war da eine Zauberfee mit einem Wundertier aus deinem Bild. Hat das Tier auch einen Namen? Kokofant, hat sie gesagt. Aua! Ist gleich gut. Nur noch das Pflaster. Leg dich ein bisschen hin. Versuche zu schlafen. Dann wird schon alles gut werden. Thank you.
Sie ja gut verstehen. Ich selbst hatte einen sehr strengen Vater. Selbstverständlich werde ich erreichen, Florian auf der Schule zu halten. Im Gegenteil, er soll jetzt seine besondere musikalische Begabung unter Beweis stellen können. Ach, Sie sind doch ein guter Mensch. Darf ich Sie auch zu unserem Schulfest einladen? Sie würden mir damit eine große Freude machen. Oh, danke. Ich danke Ihnen. Ja, ganz bestimmt. Alle singen. Und natürlich gilt dieses Motto jetzt auch für den letzten Teil dieses Tages, den jetzt unser Musiklehrer uns vorstellen wird. Ich selber wünsche allen von Herzen Freude und Genuss an unser Musikprogramm und danke für die Aufmerksamkeit. Dann wird Florian, ein begabter Schüler und Klassenstar,
seine selbstgedichtete, komponierte und mit der Klasse einstudierte Hymne vortragen. Eine Uraufführung. Mama? Mama? Nimmst du ihn mal? Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Heute waren wir im Theater.
könnt heute sagen, ihr wart bei der Uraufführung von Flori und sein Kokofant dabei und ihr habt sogar den Komponisten live erlebt. Ich freue mich, dass ihr da wart und jetzt gibt es nochmal die Hymne und dann könnt ihr im Geiste alle mitsingen, mitklatschen und sie als kleines musikalisches Andenken mit nach Hause nehmen. Tschüss! Thank you.
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Gäste, meine Damen und Herren. Bekanntlich gilt, wer länger als 10 Minuten unwidersprochen redet, erregt den Widerwillen seiner Zuhörer. Ich will mich daran halten und die verbleibenden 9 Minuten zunächst einmal nutzen, um Sie alle herzlich willkommen zu heißen im Namen der Gesellschaft der Freunde des Beethoven-Orchesters Bonn. Ich begrüße Sie zu einer Premiere, die, glaube ich, eine der ganz großen Augenblicke in der Geschichte dieser Familienkonzerte hier darstellt. Und ich möchte vor allen Dingen dieses verbinden mit einer Erinnerung an Karl Valentin, der ja gesagt hat, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Er hat dabei gesehen, dass wir nicht nur klug sind nach dieser großen Premiere, dieser großen Uraufführung, sondern auch begeistert sind. Und diese Begeisterung verdanken wir Ihnen, lieber Herr Wüstorf. Diese Begeisterung beruht auf dem großen Talent Ihrer Empathie, das heißt Ihrer Fähigkeit, sich in den Geist der Kindheit und der Jugend hineinzuversetzen auf eine meisterhafte Weise. Ich denke, es ist vielleicht erst in gesteigerten Jahren möglich, dieses Paradies der Kindheit, das man dann verliert, wirklich in dieser Weise zu erkennen und es in Musik umzusetzen. Und dieses ist Ihnen gelungen auf eine Weise, die erinnert an das große Wort der Weimarer Klassik, wo es ja heißt, sei nur immer kindlich, dann bist du alles, bist unüberwindlich. Und Sie sind unüberwindlich mit dieser Oper. Herzlichen Dank nochmal. Nun ist ja leider der Kokofan schon vergeben worden, sonst müsste man ihn Ihnen überreichen. Stattdessen möchte ich Ihnen anführt in unser aller Namen als Dank einen Blumenstrauß überreichen. Das ist auch. Und wenn ich von Empathie spreche, dann ist es auch schon bei Ihnen, Herr Hottecke. Herr Hottecke, Sie haben auf eine kongeniale Weise sich hineingefunden, musikalisch, aber auch als Regisseur und Dirigent in diese Komposition. Und Sie haben damit eine, wie ich meine, dreifache Meisterleistung wirklich geschaffen, die nicht nur eine Meisterleistung der Empathie ist, sondern auch der Organisation und auch des Dirigats. Das ist eine Leistung, die vor allen Dingen von dem Horizont gesehen werden muss, dass hier zur Vorbereitung dieser Oper über ein Jahr Probenzeit notwendig war. Und allein deshalb möchten wir Ihnen jetzt zunächst einmal von Herzen applaudieren. Dieser Augenblick mit einer traurigen Einsicht, denn wenn ich es recht verstehe, ist das Ihr finaler Auftritt hier in der Oper in Bonn. Und ich denke, dass in Ihrem Falle dieses große Gedicht Stufen des Lebens von Hermann Hesse Unrecht haben, der gesagt hat, was einer ist, was einer war, im Abschied wird es offenbar. Wir alle haben zutiefst gewusst, wer Sie gewesen sind, und wir werden Sie zutiefst vermissen. Und ich denke,
dass Sie etwas geleistet haben, was ganz nach dem Herzen vor allen Dingen der Gesellschaft der Freunde des Beethoven-Orchesters Bonn ist. Nämlich diese dringende Notwendigkeit in Zeiten einer Erosion der ästhetischen Erziehung und der Entprofessionalisierung des Musikunterrichts dafür zu sorgen, dass hier auf vorbildliche Weise und mit ungeheurem Erfolg Bobbys Klassik das geworden ist, was sich immer mit ihrem Namen verbinden wird. Vielen Dank. Bravo. Ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich anfange zu flennen. Also ich bleibe jetzt mal, auch wenn ich das Wort noch nicht habe, bei den Hesse-Gedichtsstufen, da steht nämlich auch dann am Schluss, und jedem Anfang liegt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und das Zitat finde ich ungleich passender an diesem Stil. Da ich im Augenblick keine Verdienstaugen in der Sache habe, müssen wir es in einer Kuchen drin. Nun ist diese Meisterleistung, die ich gerade erwähnt habe, nicht denkbar ohne Sie, die Kinder, die Solisten und die Musiker. Und ich möchte jetzt stellvertretend für Sie alle den 6 Solisten mit einer Blume danken, denen ich glaube, dass es keineswegs ausreichend ist für das, was Sie geleistet haben. Das ist an erster Stelle sind es die beiden Floriane, nämlich Laura Jacobino, wo ist sie? Hier ist sie. Und ihr Double, das wir heute Nachmittag gesehen haben, nämlich Malent. Entschuldigung, dass ich noch nicht mit den Namen so vertraut bin. Dasselbe gilt für das, was, wie ich meine, für eine glückliche Jugend unabdingbar ist, nämlich die zauberhafte Rolle, die wir erlebt haben in der Rolle der Mutter, aber auch dieses Traumengels. Und da danke ich Anna und vor allen Dingen Lena Feichtinger von Herzen. Lehrer, der zugleich so liebenswürdig ist und bei dem wir gar nicht wissen, ob wir ihm den Vorrang geben als Polizist oder als Lehrer. Das ist Stefan Lindler. Ja, wir sehen, mein Gedächtnis ist doch nicht so frisch wie in der Kirche. Spontan sagen, dass das natürlich für mich als fast 91-Jähriger ein unglaubliches Erlebnis ist heute hier. Das ist die erste Oper,
deren Aufführung ich erleben durfte. Ich habe zwar vorher einen geschrieben, aber die möchte ich gar nicht auf der Bühne sehen. Das war ein Schlüssel. Und die Zufälle, die hier zusammenkamen, war einmal das Kuscheltierkonzert, was Thomas Honnecke schon in Duisburg einmal aufgeführt hat. Und dann hier, das weiß ich, dass viele von Ihnen vielleicht waren mit Ihren Kindern dabei, das weiß ich nicht. Und der Auftrag, der mir erging von Dr. Osten und der seiner Crew, sage ich mal, ich war, das ist der Freundeskreis, das geht um Orchester und natürlich der Wille des Orchesters selber, so eine solche Sache zu machen. Diese Zufälle haben sich irgendwie addiert und ich war in einem Lebenszustand, in dem ich eben sofort losgesprungen bin, in der Zeit, in der ich mich selber eigentlich nur als Musik fühle. Nach dem langen Leben, und das kann man jetzt gar nicht anfangen zu erzählen, aber es ist so, dass ich einfach, egal was mir einer für einen Namen sagt, dass ich spiele sofort eine Melodie aus seinen Buchstaben, die Töne ergeben, sofort am Klavier. Das ist einfach, dann kann ich sagen, ich bin Musik. Und das habe ich heute Abend erleben dürfen, dass hier diese Oper, da sagt man ganz kühl als Komponist, die Rechnung ist für mich aufgegangen. Dass man sich vorstellt, wer spielt das jetzt, passt das nicht, ob das Kinderstimmen sind oder das sind erwachsene Schauspieler. Kann man auch mit erwachsenen Schauspielern spielen, ist egal.